Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Habe ich das Licht ausgemacht? Nein. Wir waren ansatzweise richtig. Das Problem ist jetzt da nur noch mal hinzukommen. Ohne zu sterben. Oh Gott. Und zwar waren ja hier diese Explosionsviecher. Ich hoffe, die sind nicht neu gespawnt. Nein. Wir müssen irgendwie an den Quallen vorbei. Ohne zu sterben. Danke. Und ich auch nicht mehr viel Leben. Ich habe kein Medikit dabei. Wir müssen dahin, wo die explodiert sind. Und da, bei diesen Kamikaze-Viechern, scheint das drin zu sein. Hä? Habe ich mich verlaufen? Waren die nicht hier? Höhlenschwefel, da haben wir es doch. Hätte man auch selber drauf kommen können, oder? Hätte man auch selber drauf kommen können. So, jetzt muss ich nur noch da hoch, ohne zu sterben. Komm schon, überlebt das. Ziehen uns gleich auf jeden Fall ein Medikit rein. Alter Schwede. Ah, wir haben alles, was wir wollten. Sehr schön. So, wir sind in der Nähe von unserem Zuhause, ne? Wenn wir uns da erstmal heilen, können noch gerne noch was trinken. Jetzt hat mir nämlich ganz schön zugesetzt. Dann können wir uns nämlich das Reparaturwerkzeug leisten und können die Seebauer erstmal reparieren. Und dann können wir uns nämlich das andere Ding bauen, dieses Schweißgerät. So, nee, alles richtig. So, nein, da wollte ich auch nicht hin. Sehr schön. Dann nehmen wir hier das nächste raus. Und verziehen uns. Ab nach Hause. Jetzt geht das nämlich voran. Vielleicht kriegen wir auch den Seegleiter zusammen. Das wäre echt gut. Das würde mich richtig freuen, so einen Seegleiter zu haben. Einfach nur für die kleinen Strecken. Fahren da gerade Blitze? Regnet's rein? Was ist das? Okay, das ist wirklich nur hier drin. Das ist der kaputte Status. Kröpfelt halt hier ein bisschen rein, kann ich verstehen. Ist nicht mehr ganz so dicht. Da wollen wir nämlich gleich hin. Bin schon jetzt aufgeregt, wir kommen voran. Das Werkzeug werden wir dann auch immer behalten. Das wird auf unserem fünften Inventarplatz sein. Eigentlich muss ich auch einen Teil dann davon wegnehmen. Vielleicht den Konstruktor. Den bauen wir nur in der Basis. Oh, schön weit weg von unserem Herrn Kollegen Nachbarn. Dann ist alles gut. Rest ist egal. So. Der raucht da vor sich hin unter Wasser. Falls das überhaupt möglich ist. Okay. So. Geschafft. Also gut. Wir sind derzeit dabei, den Laserschneider herzustellen. Wir sollten auf jeden Fall erstmal den hier anbringen. So. Dann können wir hier ein bisschen was einlagern. Lager erstmal alles ein. Einfach um Platz zu haben. Dann können wir uns jederzeit da was rausfischen.
Später werde ich das alles auch noch ein bisschen ordnen, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben. Auf jeden Fall würde ich sehr, sehr gerne einmal so ein Glasrohr noch anbringen mit zweimal Glas. Dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4 davon. Dann Glas. Glas. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich bezweifle es ein bisschen, aber hey. Ja, gut. Wie bringe ich das jetzt da an? Müsste das da nicht einfach direkt, keine Ahnung, einrasten? Kann man das irgendwie drehen? Pfeiltasten? Ah, Mausrad. Ja, logisch. Ja! Sehr schön. Guck mal. Das hätten wir nicht auf die andere Seite machen sollen, ne? Das kann ich ja immer noch machen. Rein theoretisch. Wir machen mal nochmal zwei Glas. Jawohl. Nee. Oh, guck mal. Können wir hier hingehen und haben hier eine richtig schöne Aussicht auf das Arschloch. Sehr schön. Ich will halt bis zu meiner Seemotte kommen. Da packen wir dann den Eingang hin. Da müssen wir nicht mehr da rein. Verstehe, was ich meine. Kann die Seemotte da hinten nämlich in Ruhe chillen. Okay. So. Das heißt, ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal viermal davon. Halt, nein. Machen wir jetzt einen normalen Gang, ne? Ich meine, ich weiß, was, normalerweise heißt es ja, Geiz ist geil und so, deswegen nutzen wir das jetzt auch. Guck mal hier. Haben die sich jetzt vermehrt? Glaub nicht, ne? Ich glaube, die vermehren sich nicht. Naja, Notreserve. Wir machen ein X-Segment dahin. Das ist eine gute Idee, Leute. Das ist eine richtig gute Idee. Können wir da nämlich noch ein bisschen was aufbauen. 1, 2, 3. Können wir da nämlich noch in die Richtung gehen. Netter Einfall, Zero, netter Einfall. So. Sehr schön. Dann kann es hier auch gleich noch irgendwie hochgehen oder so. Mal gucken. Oder könnte man vielleicht hier sogar noch eine Luke hinmachen. Bin schon weg. Hui. Der mag mich nicht besonders. Naja, egal. Wir brauchen Pilze. 1, 2, 3, 4. Das ist Gold. Zweimal Kupfer. So. Batterie. Batterie. So, Silikongummi. Ah, gut, da war ja was. Das habe ich jetzt nicht mehr am Start, ne? Nein. Na, holen wir uns ein bisschen was. Ist jetzt nicht so weit weg. So, langsam kommt die Müdigkeit, aber ich muss mich für meine Nachtschicht vorbereiten. Was heißt, ich muss länger wach bleiben. Deswegen, ja, unterhalte ich mich jetzt mit Let's Plays, damit ich nie einschlafe. So. Nehmen wir ein bisschen mehr davon mit. Werfen zwei davon hier hin. Können wir jederzeit einsammeln. Ich brauche nämlich zu viel Platz. Silikongummi. So. Kommen wir der Sache doch schon ein bisschen näher. Ne? Aber erstmal der Schneider, würde ich sagen. Erstmal der Laserschneider. Zwei Batterien und ein Titan. Zwei Batterien, was? Naja, ein Titan.
Ein Titan, zwei Diamanten, das war's. Ein Titan. So, nehmen wir gleich mal zwei mit. Und die Dias. Oh, Höhlenschwefel brauchen wir auch noch, ne? Auch gleich zwei mit. Ein Diamant. Zwei Diamanten. Oh, ich hatte noch Silikongummi da. Naja, gut. Jetzt ist zu spät. Ah, cool. So. Sehr schön. Dann packen wir den Konstruktor erstmal weg. Können wir auch hier direkt reinpacken. Oder warte mal. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah, das ist der Wasserfilter. Jedes Mal falle ich drauf rein. Wir packen uns hier einfach... hier, so ein Wandschmidt hin. Und da kann das Zeug dann hin. So. Nee, da war schon richtig. Nein. Zwei Titan. Dann ist man hier voll konfus, was ich hier mache. Ich weiß es nicht. Ein Wandspind. Dahin. So, und hier packen wir unser Werkzeug hin, was wir nicht brauchen. Ne? Jede Batterie ist auch Werkzeug. Silikon. Wieso habe ich schon noch ein Silikongummi? Ich dachte, ich habe das weggegeben. Okay. Reparaturwerkzeug. Hans-Dieter ist weit weg. Sehr schön. Flucht. Dann machen wir da am Ende nachher noch so einen Aussichtspunkt hin oder so. Komplett aus Glas, wenn es möglich ist. Damit wir alles sehen. Oder in der Mitte dann, keine Ahnung, Aquarium oder so. So. Sehr schön. Und dann haben wir unseren schönen Laserschneider. Ob ich ja damit auch Tiere töten kann? Offensichtlich nicht. Okay. Auf geht's. Kamera 2. Jetzt kommen wir hinter das Geheimnis, was sich dahinter verbirgt. Ganz viel CO-Zeugs. Warum muss das jetzt ausgerechnet dunkel werden, ey? Das Licht bringt auch nicht wirklich viel. War das nicht hier? Natürlich war das hier. Hä? Reparieren kann ich das auch nicht? Das war doch die Stelle. Hey, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Weil macht er auch nichts. Das komische Ding. Wie funktioniert denn das? Emil, jetzt Glas. Glas gehärtet natürlicher Substanz, okay. Ja, hier Fischis. Schubkanone, Laserschneider. Schneidwerkzeug geeignet, um normale Titantüren aufzuschweißen. Aber wie? Das ist doch die Frage hier, wie?
Oder ist das nicht die Tür? Doch, normale Titantüren. Und das ist eine normale Titantür. Ich brauche erstmal Sauerstoff. Ich würde mich gerne drehen. Ach lol. Echt? Das ist der Kommunikator. Bank. Ja, dann muss es hier doch einen anderen Eingang geben. Oh, ich bin immer noch infiziert, cool. Also haben wir quasi das Ding hier umsonst hergestellt, ja? Also. Geilo. Da ist nichts drin. Oh, ist das verrückt, wie das alles auf dem Kopf steht und alles. So. Eigentlich muss ich an Luft denken. Schubkanone. Nice. Das sollte mich hier ein bisschen beeilen. Ja gut, wir haben den Laserschneider jetzt umsonst gemacht, weil offensichtlich konnte man hier einfach so rein. Naja. So, holen wir mal ganz kurz Luft. Oh Gott, komme ich noch raus? Hilfe. Weiß nicht, wie man rauskommt. Alter, ist das verwirrend hier drin. Glück gehabt. So. Wir haben eine Bank hergestellt. Und ein Schild. Wegweiser mit vereinbaren Tech. Hallo? Wer klopft? Hä? Hat er mich gerade verarscht? So. Batterieladestation. Dann kann ich bestimmt mein Ding auftanken, ne? Schubkanone. Verzehrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzustoßen. Bringt mir das? Ich will Kreaturen töten. Oh, hätte ich gewusst, dass man da so einfach rein kann. Naja. Hätte ich nicht riechen können. Es ist so verzwickt hier drin. Ich werde mich verlaufen und sterben. Mit Garantie. Was war das gerade? Hier. Oh, Flutlicht. So, Batterie-Ladestation-Fragment. Ja, cool. Jetzt haben wir das Ding schon. Können wir zumindest unser... Versorgungskiste öffnen. So, mehr ist hier nicht. Ein bisschen enttäuschend. Ich habe höchstwahrscheinlich irgendwas übersehen, also. Wenn ich hier alles finde, bezweifle ich mal stark. Laserschneider, Erstmal die Öffnung hier finden und alles. Na gut. Ich glaube, wir können raus. Oh, ich steck fest, geil. Erstmal schön verrecken.
30 seconds. Wo bin ich jetzt? Okay. Ja, so viel dazu. Wir haben jetzt nicht allzu viel gefunden. Wobei hier eigentlich noch eine ganze Menge sein sollte, ne? Ich wette, wir haben nicht alles gefunden. Es ist ja unmöglich, alles zu finden. Aber wir haben ein paar neue Sachen. Vor allem die Batterieladestation wird, glaube ich, helfen. Wenn wir die nicht sogar als erstes machen, als nächstes. Na gut. Abmarsch, Leute. Kurz nach Hause. Ich möchte nämlich kurz einmal die Sensoren angucken. Gucken, ob da jetzt noch was drin ist, weil jedes kleine bisschen kann helfen. Das wäre mir schon wichtig. Aber wir haben immer noch nicht den Seegleiter hinbekommen. Das ist ein bisschen scheiße. Schon wieder? Ah, das habe ich alles zu Hause. Halt, ich habe einmal Wasser bekommen. Hunger habe ich auch schon wieder. Ach Gott, Leute. Kann doch nicht ständig irgendwas essen. Du wirst mein Snack. So. Ja, das müsste eigentlich für eine komplette Mahlzeit reichen, ey. Ganz ehrlich. So, Schubkanone. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt brauche. Also, erklärt mir den Sinn des Ganzen und dann kaufe ich das Ding. Aber ansonsten sehe ich das gar nicht ein. So. Es. Kann ich gesehen, dass man das umbenennen kann. Geben wir mal den Kram. Wir können jetzt bauen. Flutlicht. Okay. Toll. Kann mehrere Batterien gleichzeitig aufladen. Das ist so ein Ding, oder? Kann ich da irgendwas reinpacken, was jetzt zum Beispiel 92 hat? Ne. Ja, das ist ja nur für zu Hause, aber nicht für draußen. Oh, cool, ich bin ehrlich gesagt kein Stück weitergekommen. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Okay, was ist das Grüne hier? Ich weiß es nicht. Quasi da unten. Oh, ich gehe mal kurz hin. Koordinaten von Land? Oder ist das einfach nur meine Kamera? Der grüne Punkt. Gut möglich, ist auf einer guten Position. Da ist nichts Neues drin. Ja, es muss die Kamera sein. Gut, nehmen wir die Kamera mit, dann stört sie uns nicht. So, Kameradrohne, lassen wir dann direkt frei. Hauptsache, der Hans-Dieter hier macht sie nicht kaputt. Ich
Der macht ja so gerne Sachen kaputt. Okay, das war die Kameradrohne, okay. Aber ich sehe hier das grüne Licht, nicht von der Kameradrohne. Ja, die Sicht ist hier ein bisschen schwach. Hier sind überall noch Sachen. Gut, da ist ein Fragment. Kommen wir da rein? Okay, da ist eine Sache. Nicht dadurch, oder? Ups. Mal ein bisschen die Lage hier sondieren, ne? Nee, von hier aus kommen wir da nicht rein. Ich kann mir halt nur vorstellen durch die Luke da, aber ansonsten... Ja, ist ja gut. Guck doch nur. Okay, da kommt. Lass mich in Ruhe. Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Okay. So viel dazu. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Ah. Okay, das ist der nächste Ort, wo wir hingehen. Allerdings, wenn wir schon mal hier waren, oder... Ne, ich nehme die andere Kamera, ich nehme die andere Kamera. Die bleibt erstmal schön hier. Und zwar... waren da ja noch irgendwo ein Haufen, ne? Da. Da sind ganz viele verstreut. Und ich denke, da werden wir vielleicht unsere Segelleiter bekommen. Schaffe ich die 200 Meter? Ja. Wieso kann die Kamera 200 Meter aushalten, aber das andere Scheißding nicht? Das sieht doch gut aus. Ja, dann schwimmen wir hier hin. Wie komme ich hier raus? Okay. So, aber das erst in der nächsten Folge, Leute. Wir sehen uns. Haut rein, euer Zero. Tschüss.